Und Tag auch an alle Live-Zuschauer, die Replay-Gucker und natürlich auch die Periscoper unter euch. Ihr habt wie immer die Direktleitung zu mir ins Studio. Ich bin gespannt, was ankommt bei euch und natürlich auch bei mir. Guter Mann, wurde hier gesagt. Und wie er sagt, gegen Vorurteile kann man nichts machen. Findet zumindest eben die Sozialpsychologie. Ich gebe trotzdem nicht auf. Ein ziemlich hartnäckiges Vorurteil ist ja, dass die, die da kommen, uns auf der Tasche liegen wollen. Und tatsächlich, viele Flüchtlinge arbeiten nicht. Allerdings dürfen sie das in vielen Fällen auch gar nicht. In den ersten 3 Monaten überhaupt nicht und dann nur, wenn kein Deutscher sich um den gleichen Job bewirbt. Über ein Jahr lang geht das so. Ganz schön lange fürs Nichtstun, oder? Deswegen fahren viele Städte und Kommunen jetzt einen ganz anderen Kurs in Deutschland. Asylbewerber als ein Eurojobber, also gegen ganz kleines Geld und für einen guten Zweck. Viele Flüchtlinge nehmen das begeistert an, aber nicht jeder Bürgermeister. Sie bringen den Markt der Gemeinde Wattgassen wieder auf Vordermann. Eine typische Arbeit für einen Eurojobber. Sonst werden so Langzeitarbeitslose an den Arbeitsmarkt rangeführt. Hier sind es Sabri und seine Cousins, die geflohen sind und sich über eine Beschäftigung freuen. Wir können nicht nur rumsitzen und uns langweilen. Wir wollen arbeiten und für die Hilfe, die wir bekommen, auch was zurückgeben. Alles einfach hier raus, auf den Weg. Seit 2 Monaten sind die Syrer aus Aleppo nun schon ein Eurojobber der Gemeinde. Sie können nicht so gut Englisch und erst wenig Deutsch. Gibt es da keine Verständigungsprobleme? Am Anfang war es ein bisschen schwierig, also mit Händen und Füßen. Aber im Nachhinein hat es mit einem Handy und einer Klassen-App geklappt. 20 Stunden pro Woche dürfen sie arbeiten, für 1,05 € pro Stunde. Die Gemeinde meldet dem Sozialamt lediglich die Namen, wenig bürokratischer Aufwand. Und die Kosten? Den Stundenlohn übernimmt das Sozialamt. Für uns kommen natürlich ein paar Kosten hinzu für die Ausrüstung, weil wir natürlich auch die Flüchtlinge nicht ungesichert in den öffentlichen Raum, in den Verkehrsraum arbeiten lassen können. Das bewegt sich je nach Einsatzgebiet zwischen 50 bis 100 Euro pro Person. Auch die Gemeinde Tholey im Saarland kann einen Eurojobber gut gebrauchen, zum Einrichten für neue Flüchtlingswohnungen etwa. Aber Flüchtlinge dürfen bisher nur als ein Eurojobber arbeiten, wenn sie noch nicht anerkannt sind. Das dauert im Saarland nur etwa 6 Wochen. Für die kurze Zeit lohne sich der Aufwand nicht, findet die Gemeinde. Wir brauchen einen Anleiter und auch jemanden, der übersetzt, damit das richtig von der Arbeitsweise funktioniert. Und deshalb sind die 6 Wochen eigentlich zu kurz. Wo er dann hier arbeiten kann. Wenn er eingearbeitet ist, muss er wieder aufhören, weil er anerkannt ist. Das nimmt Wattgassen hin. Es gäbe eine lange Liste von Flüchtlingen, die als ein Eurojobber arbeiten wollen. Kurz, sei besser als nichts. Das Wichtigste, das Zeichen an die Bevölkerung, wenn Flüchtlinge gemeinnützig arbeiten. Ich habe zumindest mal den Eindruck, seitdem wir das auch kommuniziert haben, seitdem die Flüchtlinge die Arbeit aufgenommen haben, auch noch mal eine gute Portion Vorurteile zurückgegangen ist in der Bevölkerung und die Akzeptanz hier auch noch mal etwas gestiegen ist. Die 4 waren in Aleppo Friseure, Verkäufer und Händler. Hier können sie sich gut vorstellen, auf dem Bau zu arbeiten. Mit den 1-Euro-Jobs ist zumindest der erste Schritt getan. Eine gute Sache, finden viele von euch, solange sie das freiwillig machen. Und ich kann euch versichern, das machen sie sogar mit großer Freude, wie wir gesehen haben.